für eine neue Ausstellung zu sehen. Sie trägt den Titel Kenotaph und zeigt Werke von Frank Degelow und Alvo von Römer. Zur Vernissage war die Galerie bis auf den letzten Platz gefüllt. Die Laudatio hielt Susanne Werdin, Malerin und Grafikerin aus Leipzig. Sie ist schon länger mit Frank Degelow befreundet und schilderte ihr erstes Zusammentreffen mit dem Künstler. Da war sein Zweifel, wann ist ein Werk eigentlich fertig? Seinerzeit ging es um eine Holzskulptur im Entstehen und Frank Degelows Zweifel, ob sie denn nun fertig sei. Hier noch ein Span weg, dort noch ein Schlag. Aber wie lange kann das gehen? Irgendwann ist von der Skulptur nichts mehr übrig. Das Zweifeln begleitet ihn auch bei den seit Sonntag ausgestellten Bildern. Doch auch die Gewissheit, aus Altem etwas Neues geschaffen zu haben. Genau das ist das verbindende Element zwischen der Kunst Frank Degelows und Alvo von Römers, wie Alexandra Hortenbach von der Galerie findet. In der Laudatio klang es ja jetzt gerade auch an. Es ist einfach so, dass beide mit Fundstücken arbeiten. Und das macht die ganze Sache auch wieder irgendwo gleich. Ja? Und gleichwertig ist es sowieso. Also der eine schmückt die Wände, der andere den Raum. Alvo von Römer erschafft seine Skulpturen nicht, indem er auf der Suche ist. Sie entstehen, weil er findet. Eisenteile, Stein, einfach alles, was ihm eine Geschichte erzählt, die er nur noch in Form bringen muss. Die Ausstellung war in der Galerie am Domhof schon länger geplant. Den Herrn Degelow, den wollten wir schon länger mal in der Galerie ausstellen. Und es gab da Kontakte über meinen Vorgänger hier in der Galerie, den Dr. Wagner. Und er hat diese Verbindung praktisch hergestellt. Und wir haben das ein bisschen ausgebaut, diese Verbindung, und haben den Herrn von Römer mit an Bord geholt sozusagen. Und weil wir fanden, es passt sehr, sehr gut zusammen. Und wenn man in die Ausstellung schaut, hat sich das auch eigentlich bestätigt. Es ist eine wunderschöne Schau geworden. Sowohl die Objekte, die hier stehen, passen sehr gut zu den Bildern, als auch umgekehrt. Und das ist schon wirklich eine gute Sache geworden. Und auch in der Kabinettsausstellung sind wieder Werke zu sehen. Zeichnungen von Frank Degelow. Sie entstanden vor über 10 Jahren in einem Seniorenheim in der Nähe von Potsdam. Porträts alter Menschen. Ausdrucksstark. Trotz oder gerade wegen des sparsamen Einsatzes von Farben. Die Ausstellungen sind noch bis zum 26. Mai in der Galerie am Domhof zu sehen.